Die Mitfavoriten Kroatien und Spanien haben bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark auch ihre zweite Hürde locker genommen. Der zweimalige Olympiasieger Kroatien besiegte die vom Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Japaner in München mit 35:27, 18:13, im Anschluss setzte sich Europameister Spanien gegen Island souverän mit 32:25, 19:14, durch. Mit jeweils 4:0 Punkten liegen die beiden Ex-Weltmeister, die in der Hauptrunde deutsche Gegner sein könnten, klar auf Kurs. Vor 12.000 Zuschauern in der ausverkauften Olympiahalle waren die Japaner trotz einer phasenweise guten Leistung bei ihrer zweiten Turnierniederlage chancenlos. Wir hatten am Anfang gegen die starke Abwehr keine Chance. Es war wirklich schwierig. Wir haben aber Moral und Kampfgeist bewiesen. Wir hatten keine Angst mehr, sagte Sigurdsson, der die Auswahl des Deutschen Handballbundes DHB 2016 sensationell zum EM-Titel geführt hatte. Bester Werfer der Kroaten, die ihre individuelle Klasse ausspielten und körperliche Vorteile hatten, war Zlatko Horvat mit 8 Toren. Spanien überzeugte mit einer disziplinierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung. Ferran Sole erzielte 5 Tore für die Iberer. Island steht nach 2 Niederlagen in der Gruppe C schon unter Druck. Mazedonien weist hingegen wie Kroatien und Spanien die Idealpunktzahl auf. Angeführt von Oldi Kirilasarov siegte der EM-Elfte 28:23, 12:8 gegen Außenseiter Bahrain. Der 38 Jahre alte ehemalige WM-Torschützenkönig erzielte 8 Treffer. DHB-Schreckwart-Chance Deutschland-Schreck-Katar hat derweil seine Chance in der Gruppe D auf den Hauptrundeneinzug gewahrt. Der ehemalige Vize-Weltmeister besiegte Ägypten in Kopenhagen mit 28:23, 15:12 und rehabilitierte sich damit für die peinliche 23:24 Niederlage gegen Außenseiter Angola. Bester Werfer gegen die Ägypter, 0:4 Punkte, war Yusse Ali mit 9 Toren. Katar hatte den deutschen Medaillentraum bei den Weltmeisterschaften 2015, Viertelfinale und 2017, Achtelfinale, beendet. Angola verpasste nach dem Coup gegen Katar die nächste Überraschung und musste sich dem WM-7. Ungarn 3:1 mit 24:34, 8:18, geschlagen geben. An der Spitze der Gruppe steht unterdessen Vize-Europameister Schweden, 4:0, nach einem 31:16, 15:10, gegen Argentinien. Am Samstag hatten Titelverteidiger Frankreich 32:21 gegen Serbien, Olympiasieger Dänemark 36:22 gegen Tunesien und Vize-Weltmeister Norwegen 40:21 gegen Saudi-Arabien mit dem jeweils zweiten Siegkurs auf die Hauptrunde genommen. Russland warte in der deutschen Gruppe A seine Chance auf die zweite Turnierphase durch ein 34:27 gegen das vereinte Team Korea. Punkt. Der Ex-Weltmeister ist am Montag, 18 Uhr, nächster Gegner der DHB-Auswahl.